So Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja. In diesem Video werde ich kein Mod oder ähnliches vorstellen, da sich das Problem, was ich in dem ersten oder zweiten Video angesprochen hatte, sprich, dass man das Spiel nicht im Multiplayer spielen kann, bewahrheitet hat, kann man das so sagen, ich glaube schon. Was heißt das nun? Das heißt, dass ich sämtliche Mods bis auf das Mod-Menü aus dem Spiel entfernt habe. Ja, und wir spielen jetzt praktisch das nackte Spiel einfach nur. Ja. Ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so toll. Ja. Aber ich habe sowieso einige Sachen davor in GTA bzw. auch in anderen Spielen. Da muss ich mir aber die Sache erst wirklich im Kopf gehen lassen, wie ich das andere handhaben werde. Denn mein Namen finde ich so an sich relativ gut, weil es ein Name ist, den man sich merken kann. Meine anderen Namen, die ich bisher auf diesem Kanal hatte, konnte man sich überhaupt nicht merken. Und da hat dieses Spiel auf jeden Fall, also dieser Name, den ich jetzt habe, einen sehr großen Vorteil. Was machen wir jetzt in diesem Video? Ich denke mal nicht sonderlich viel. Ich werde mir nicht irgendein Auto schnappen. Wir fahren erstmal kurz zu Elders Customs und schnappen wir uns irgendein Auto, mit dem wir dann ein bisschen rumfahren werden. Und vielleicht auch mal ein bisschen Scheiße tun. Mal schauen. Ist die U-Bahn los? Nein. Für die Leute, die sich fragen, ob ich auf Tastatur oder Maus oder Controller zocke. Ich zocke, wie man, denke ich mal, mittlerweile auch unschwer erkennen kann, auf dem Controller. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal kurz ein Auto. Beziehungsweise machen wir uns erstmal kurz hier zack. Vehicle. Was tun wir uns denn? Das ist mal so eine Frage, was man sich für ein Auto holt. Ich persönlich finde den 6x6 AMG gar nicht mal so kacke. Komm, wir nehmen einfach mal einen 6x6. Ich stelle mal kurz mal ein und dann geben wir dem Auto auch mal ganz kurz Godmod. Sehr geil. Kann man das Auto sogar noch markieren. Und wenn wir mal kurz hier einen Wehpunkt, wir werden dann zum Mount Chiliad fahren. Ja, was wird jetzt auf diesen Kanal kommen? Das wird jetzt auch ein bisschen längeres Video. Ich würde auch mal die Nacht rendern. Das Video nehme ich gerade am 26.05.2015 auf. Ja, wie gesagt, was wird jetzt auf diesem Kanal erscheinen? Ich denke mal weiterhin GTA. Aber ich denke mal nicht mehr die Mods, die, also beziehungsweise nicht mehr so viele Mods. Ich werde einzelne Mods natürlich noch vorstellen, wenn mir welche relativ gut gefallen oder Automods, wenn welche rauskommen sollten. Unterbodenbeleuchtung braucht man nicht. Oder halt so Mods, die werden natürlich noch mit weiterhin kommen. Aber ich glaube, es werden nicht mehr so viele Mods kommen. Beziehungsweise so, wie ich das jetzt mal gesagt hatte, dass ich es bringen möchte. Denn das ist mir einfach auch ein Stück weit zu viel Aufwand. Weil ich selber momentan relativ viel zu tun habe. Privat natürlich und habe ich einfach nicht die Zeit für dann so viele Videos am Tag aufzunehmen, um ehrlich zu sein. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das handhabe. Ich werde auf jeden Fall GTA bringen, vielleicht wird das ein oder andere Mal CSGO oder Black Ops oder sowas kommen. Ich bin sowieso noch dabei, mir einen neuen PC zu kaufen. Von daher, eigentlich will ich gar nicht so eine Fan drauf. Ich will schon, ja, hier Gelände vielleicht. Was Vernünftiges? Natürlich nicht. Tuner, gibt es da irgendwas? Ja, die hier. So. Weil ich will natürlich GTA. Bin ich unbedingt, ob ich ein Let's Play mache vom Singleplayer. Da bin ich aber noch ein bisschen unentschlossen. Oh, sieht das scheiße aus. Ein bisschen unentschlossen. Weil ich den Singleplayer schon 8-mal Solo halt für mich ohne Videos durchgespielt habe und das macht, denke ich mal,
beim 9. Mal nicht mehr Spaß. Ja? Deswegen, oh, natürlich war ja klar, Alter. War ja klar. Deswegen bin ich überlegen, ob ich ein Let's Play vom Multiplayer mache, wo da aber wiederum das Problem ist, da gibt es nicht allzu viele Leute, die mitspielen würden. Beziehungsweise eigentlich gar keiner. Und ein Let's Play alleine, wenn man ein Multiplayer spielt, ist eigentlich so ein bisschen hobbylos, um ehrlich zu sein. Aber ich will halt Videos auf diesen Kanal bringen. Die Frage ist halt einfach nur, was soll ich bringen? Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, mal so in die Kommentare schreiben, was ich mir holen soll. Wenn es geht auf PC und halt nicht so hohe Grafikanforderungen, sprich das neue Spiel, zum Beispiel Witcher, was jetzt rausgekommen ist, Witcher 3, wäre vielleicht nicht die optimale Variante, ja. Weil mein PC jetzt nicht 3000 Euro wert ist. Der ist vielleicht um 10 Euro wert, aber sag mal, der ist ach man, bitte sag mal, ich hab Mann. Ja, wie soll ich sagen? Der kann auf jeden Fall ein bisschen was, aber halt, ja, ich kann GTA auf normalen Grafikeinstellungen spielen. Normal Texturqualität, der Rest halt auf Ultra. Weil ich halt leider nur eine GTX 760 habe. Und ja, in Zukunft, also, was ist das denn hier? Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir, also beziehungsweise mein PC aufzurüsten. In der Zukunft wird, ich denke mal, ein i7 in den PC kommen. Auch, ich glaube, 3,5 GHz oder 3,4, was er hatte. Denn das ist für mich schon relativ wichtig und ein neues Mainboard brauche ich auch, da ich momentan ein AMD drin habe. Ich glaube 8x4 GHz hat er oder 8x3,5. Aber AMD ist wie bekannt nicht das Beste. Und mit der Zeit, ich brauche langsam alles neu, denn eine Grafikkarte ist, also sie geht an sich nur, ja. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr Arbeitsspeicher, 12 GB wäre nicht schlecht, weil ich habe momentan 8. Da ist aber halt mein GTA schon relativ ausgelastet, dann bräuchte ich noch eine neue Festplatte, weil ich weiß nicht, was ich für eine habe. 3 Jahre ist die alt oder so. Deswegen ist das nicht so optimal. Ich muss mal gucken, wie ich das machen werde. Ja, in dieser Kurve backt die KI öfters mal rum, fällt mir auf. Ich finde auch hier, dass der 6x6 AMG, das ist für mich kein 6x6 AMG. Wenn man sich den mal anguckt, wie schmal der ist, ja, das ist kein Geländewagen. Okay, es sieht geil aus, weil er halt die 6 Reifen hat, aber das war's auch wieder. Finde ich persönlich schade, hätte man wesentlich breiter machen können. So wie den Sand King XL beispielsweise. Der sieht recht nice aus. Also gar nicht, was Sand nicht darstellen soll, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Dodge Ram oder so. Den hier. Aber wenn man sich mal hier im Vergleich anguckt, welches Auto war gerade breiter? Das ist halt leider unschwer zu erkennen. Ja. Wie gesagt, ich denke mal, also es werden mehrere, wie soll ich sagen, Formate auf dem Kanal kommen. Von GTA und auch im Allgemeinen jetzt von anderen Spielen. Aber wie ich den Namen nenne, beziehungsweise ob ich den so lasse, das weiß ich noch nicht. Also es wird auf jeden Fall nicht so aus wie Minecraft kommen, es werden schon Shooter und sowas kommen. Aber ich habe halt jetzt nicht so das Bedürfnis, so die High-End-Sachen irgendwie so zu spielen wie Witcher, weil das ist für mich eher so PS4. Und da ich keine Elgato habe, kann ich auf der PS4 nicht aufnehmen, beziehungsweise möchte ich nicht aufnehmen. Weil ich nicht alles aufnehmen möchte, was ich spiele. Das Sound wird gar nicht mal so schlecht hier. Fit. Ja, auf jeden Fall werden auf jeden Fall Videos kommen. Ich weiß aber noch nicht, in welchem Zeitraum. Ich habe momentan, also ich habe gestern 5 Videos aufgenommen. Ich denke mal, das Video wird Ende Juni erscheinen. Also sprich einen Monat später, weil ich muss es vorab aufnehmen. Da ich leider nicht weiß, wann ich oder wie ich dazu komme, Videos aufzunehmen. Weil ich nebenbei noch Schule mache. Für Leute, die es wissen wollen, ich mache momentan Fachabitur.
Und da ist man doch schon relativ im Schul- bzw. Arbeitsstress. Da ich 3 Tage die Woche arbeite, 2 Tage die Woche Schule. Deswegen versuche ich mal so ein Video am Tag so fertig zu kriegen. Das dauert ja auch schon seine Zeit, ja, weil aufnehmen um die 20 Minuten, je nachdem wie lange halt das Video geht. Rendern auf 1080p dauert dann meistens dreimal so lang wie das Video ist. Drei, viermal so lang. Hochladen geht bei mir relativ schnell, 20 Minuten für ein, ja, ein 10 Minuten Video oder so, weil ich halt noch eine K-Leitung habe. Allerdings weiß ich jetzt nicht, aber ich habe nicht so einen guten Upload, das ist wiederum ein bisschen suboptimal. Wie gesagt, man muss halt einfach mal gucken, was die Zeit mit sich bringt. Ich habe auf jeden Fall an sich Lust auf YouTube. Die Frage ist halt einfach nur, ob die Zeit passt. Das muss man sich halt ganz genau überlegen. Na, kommen wir hier durch? Ja. Was natürlich ein weiteres Problem auch noch ist, sind die nicht leisen Lüfter meines PCs, die man mit Sicherheit hört, was sehr, sehr schade ist, weil eigentlich sollte der Lüfter relativ leise sein. Ich weiß auch nicht, welcher Lüfter das ist, ob das jetzt von der Grafikkarte ein Lüfter ist oder ob das ein CPU-Lüfter ist oder allgemein Lüfter vom Gehäuse, da kann ich leider nicht sagen. Ich tippe aber eher entweder auf Lüfter vom Gehäuse oder vom Prozessor. Ich denke eher vom Gehäuse, weil das ein relativ hoher Ton ist. Und ja. Und jetzt sind wir hier auch oben. Sind wir auch oben. Ja. Natürlich kann man jetzt hier noch ein paar Kilometer weiter hoch, aber das möchte ich eigentlich nicht. Mal sehen. Vielleicht nehme ich heute nochmal die ersten Parts vom Multiplayer-Display auf, weil da habe ich auf jeden Fall vor, vielleicht im Multiplayer so ein bisschen ein paar Rennen fahren oder sowas. Da hatte ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Was mir aufgefallen ist, das Mod-Menü kann man im Multiplayer nicht benutzen. Was auf der einen Seite halt doof, weil es, weiß nicht, ich hatte es an sich hatte ich es sowieso nicht vor. Das sollte vielleicht am Anfang einfach gleich stehen. Aber ich dachte halt, es geht. Weil ich sag mal so, in einer privaten Lobby oder so, ich hätte mir jetzt sowieso kein Geld gecheatet. Aber was bestimmt geil gewesen wäre, ist, wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, so ein Super Jump hätte geben können oder schnell rennen für die komplette Lobby, wenn man mit 2, 3 Freunden zockt oder so, das wäre bestimmt ganz nice geworden. Aber da wird es in Zukunft mit Sicherheit noch ein paar Mods geben. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob Rockstar sowas direkt bannt. Das kann ich persönlich mal relativ schlecht einschätzen. Oder was vielleicht auch noch kommen wird von den Videos her, ist möglicherweise, wie hier runterfallen, das gibt's ja gar nicht. Möglicherweise Modern Warfare 3 auf PC. Das habe ich nämlich auch. Oder weiß nicht, sowas wie Werkstatt, also so Simulatoren, da bin ich persönlich nämlich auch ein relativ großer Fan von. Warum, weiß ich auch nicht, aber ich interessiere mich einfach dafür, allgemein auch für Kfz und so interessiere ich mich für, ich möchte später nicht ausüben. Beziehungsweise direkt Kfz-Mechatronik kann, möchte ich nicht ausüben, das ist, habe ich gemerkt, ist nicht so meins. Aber sowas mit Autos zu tun hat, sowas ähnliches wie Fachberater, das hat ja auch was mit Autos zu tun, oder beziehungsweise Lagerist, kann auch was mit Autos zu tun haben. Und ich möchte halt nicht direkt an Autos herumwerkeln, beziehungsweise sowas wie ein Ölwechsel oder so. Sowas möchte ich nicht machen, weil mich das interessiert mich einfach nicht, weil ich weiß, wie ein Ölfilter aussieht, ich weiß, wie man Ölfilter entnimmt, beziehungsweise wechselt, ich weiß, wie man Öl nachfüllt. Und ja, ich habe zwar dadurch, also durch das Praktikum habe ich sehr, sehr viel gelernt über Autos, da bin ich auch echt Hammer froh, dass ich in diesem, ich werde jetzt nicht sagen, welchen Betrieb ich bin, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich diesen Betrieb ausgewählt habe. Weil ich doch schon eine Menge über Autos gelernt habe. Wenn ich bedenke, als ich da angefangen habe, wusste ich nicht mal, wo die Batterie im Auto sitzt, wusste ich halt wirklich nicht. Wenn da eine Abdeckung drüber war, wusste ich nicht, wo eine Batterie ist und ja. Mittlerweile, was kann ich alleine machen?
Bremssitzigkeitswechsel könnte ich machen, Ölwechsel, Reifen umrontieren mache ich, aber man muss dazu sagen, ich war ungefähr 3 Monate in der Werkstatt, ungefähr. Danach bin ich halt ins Lager, weil mich das Lager an sich, ich weiß auch nicht warum, aber das interessiert mich wesentlich mehr. Ich kann nicht sagen warum, aber das interessiert mich wesentlich mehr. Und, ja. Ich wollte gerade, wollte zuerst hier rüberspringen, aber ich gesehen, da ist Wasser. Das ist eine gute Idee. Ja, und das sollte jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Video gewesen sein. Wie lange haben wir aufgenommen? 15 Minuten schon. Ach du Scheiße, da geht die Zeit schnell. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und ich denke mal, wir werden uns dann demnächst hören. Haut rein.